Danke, wir kommen gerne. Ich bringe noch einen Salat mit. Wer war das? Rike hat uns zum Grillen eingeladen. Sie haben das Wohnhaus umgestaltet und wollen es uns gerne zeigen. Super, da freue ich mich schon. Sie kommen und bringen auch noch einen Salat mit. Okay, dann kümmere ich mich um den Grill. Oh, ihr seid auch schon da. Wollt ihr etwa auch mit grillen? Aber das Feuer brennt noch gar nicht. Dann zeige ich euch so lange unser Haus. Es ist nämlich schon so warm und frühlingshaft, da soll das Haus natürlich auch einen neuen Look bekommen. Also los geht's! Ich stehe jetzt hier im Eingangsbereich. Hier ist eine Kommode. Die kommt aus dem Sylvanian Family Supermarkt. Und da drauf steht eine Vase mit Blumen. Was macht ihr denn da? Julia meint, dass sie den Osterhasen gesehen hat. Da war wirklich der Osterhase. Jetzt zeige ich aber unser Haus. Vielleicht finden wir ja den Osterhasen. Na gut. Also, haltet eure Augen offen, dann seht ihr vielleicht den Osterhasen. Also, hier ist das Wohnzimmer. Das meiste sind Holzmöbel aus einem Puppenhaus. Die Kissen auf dem Sofa habe ich selber gemacht. Dieser Sofatisch kommt, glaube ich, von einem Meerschweinchengehege und das kann man super als Glastisch verwenden. Die Wände sehen auch schon sehr frühlingshaft aus. Dann stehen hier ein Sessel und ein großes Regal mit Büchern drinnen. Und hier geht es raus auf die Terrasse. Hier ist eine kleine Bar für Thomas und mich. Den Tisch habe ich mit einer Folie in Marmoroptik beklebt. Ich mache den Fernsehen lieber mal aus. Ich stehe jetzt in der Küche. Dieses Küchenregal habe ich selber aus einer Hartschaumstoffplatte gebastelt. Mit diesen Platten haben wir schon viele Sachen gebastelt, die ihr zum Beispiel im Video zu Amelie und Paulas Kinderzimmer sehen könnt. Wir verlinken euch dieses Video in der Infobox, die ihr unter diesem Video findet. Wir verlinken euch meistens dort ein paar Videos, also schaut da gerne öfters rein. Hier hat Flocke seine Decke. An der großen Wand steht unsere Küchenzeile. Und in der Mitte ist auch ein großer Esstisch. Den habe ich auch mal gedeckt. Übrigens, für dieses Fenster habe ich Frischhaltefolie benutzt. Die orangenen Türen haben nämlich nicht zu der Küche gepasst. Und jetzt gehen wir mal hoch. Das ist das Schlafzimmer von Thomas und mir. Wie ihr seht, habe ich Pflanzen echt gerne. Ich arbeite ja auch in einem Blumenladen und gerade jetzt fängt ganz viel an zu blühen. Diese Decke ist aus Filz ausgeschnitten und die Kissen sind wieder selbst gemacht. Und ich habe noch einen großen Spiegel. Dann kommen wir jetzt in einen kleinen Raum. Da ist eine Spielecke für Julia und Miriam. Und hier steht wieder ein großer Schrank. Von der Wand hängt ein Mobile. Um das zu basteln, bindet ihr zwei Holzstäbe aufeinander und daran hängt ihr Perlen auf. Das ist unser Badezimmer. Für den Boden habe ich einfach Fliesen auf ein Blatt gemalt. Und dieser Badezimmerschrank ist eigentlich ein Kühlschrank, von dem ich die Türen entfernt habe. Und jetzt zeige ich euch Julias neues Zimmer. Hallo Mama! Hallo, ich zeige jetzt den Zuschauern dein Zimmer.
Habt ihr denn schon den Osterhasen gesehen? Darauf habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet. Naja, vielleicht habt ihr ihn ja schon gesehen. Auf der linken Seite von Julias Zimmer steht ein Bärchentisch und ein Bärchenschrank. Der Tisch ist aus Pappe und als Beine habe ich Pappstrohhalme genommen. Hier hat sie eine To-Do-Liste stehen. Sie hat schon Geige geübt und das Zimmer hat sie auch schon aufgeräumt. Und dieser Schrank ist eigentlich grün, aber den habe ich rosa angemalt. Dann steht hier Julias Bett, das auch als Sofa genutzt werden kann. Aber jetzt möchte ich den Film weiterschauen. Ich bin auch schon fertig. Wir gehen jetzt in Miriams Zimmer. Hallo Mama, darf ich mein Zimmer zeigen? Ja, okay. Also, hier steht ein Regal und Julias Geige liegt hier auch. Dann kann man durch ein Fenster in mein Zimmer schauen. Zu meinem Zimmer gibt es auch schon ein Video, das findet ihr auch in der Infobox. Aber es hat sich ein bisschen verändert, die Möbel wurden nämlich umgestellt. Ich habe außerdem eine Palme, die ist aber nur Deko. Das war's mit dem Haus. Ich zeige euch noch kurz den Garten, bevor die Familie Neumann kommt. Ich bin jetzt draußen und da vorne stehen die Autos. Das neue von Familie Neumann und das andere gehört uns. Wie ihr seht, haben wir schon die Gartenmöbel rausgestellt. Die Lichterkette habe ich am Balkon befestigt, sodass die Terrasse schön beleuchtet wird. Hier haben die Kinder eine Schaukel und einen kleinen Teich haben wir auch in unserem Garten. Wie weit ist das Fleisch? Es ist fast fertig. Ah, da kommen auch schon unsere Gäste. Ich verabschiede mich dann schon mal von euch. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Darüber freuen wir uns sehr. Und habt ihr eigentlich den Osterhasen gefunden? Wenn nicht, dann gebe ich euch nochmal einen Hinweis. Auch Osterhasen brauchen manchmal ein Bad. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!